the sun is low, told me no valley. Don't know where to go, city is all I see, yeah. Hang at the Chateau, Boulevard Royalty. Es ist der nächste Tag und wir sind wieder unterwegs. Wir sind diesmal nach Salzburg gefahren, ungefähr 25 Minuten von unserem schönen Zuhause entfernt. Und gerade befinden wir uns am Salzburger Dom. Der wurde 1774 erbaut. Insgesamt gab es 6 Brände. 1944 war der letzte. Da gab es hier einen Bombenangriff, logischerweise im Zweiten Weltkrieg. Und seitdem ist er in diesem, oder strahlt er in diesem Glanz. Das ist erstmal gewesen sein. Und es folgen auf jeden Fall sehr schöne Bilder aus Salzburg. Das feinste Gösser. Ja, endlich mal was trinken können. Ist das nicht schön? Das erste Bier am Tag. Es fühlt sich einfach nur gut an. Hier, Moritz, Sushi, all you can eat, ja? 7,20 €. Halal, ist alle. Hier, unser Kameramann läuft wieder von raus. Ich runterhandeln auf 300 Euro, wenn man alt rein. Wo ist denn wieder? Ja. Ich finde, die sind echt sehr schön. Guck mal, ist krass. Für 4.000. Sieht schon schick aus, ja, aber 4.150 Euro. Schon ein ordentliches Standgeld. Aber es ist halt Handarbeit, wa? Sich nur mit Robotern auskennt und versteht und nichts anderes möchte. Zusammenfassend überhaupt keinen Bock auf Menschen haben. Dann gehst du hier rein. Dann gehst du hier rein. Wählst du hier an dem Superautomaten eine Pizza aus. Ich denke mal, das wird eine ganz normale Schinkenpizza. Die wählen wir uns hier aus. Bitte Geld einwerfen. Oh, jetzt wird's kritisch. Ob der Roboter sich auch mal die Hände wäscht? Ja, ich weiß es nicht. YouTube-Money läuft. Schluck du da. Okay, wir müssen noch mal bestätigen, ja? Schinken. Und los geht's. Der snackt die sich da komplett. Da ist er doch. Und da ist sie. Das war es auch schon wieder fast mit Tag 2 unserer Reise. Wir sind gerade aus Salzburg zurückgekommen, waren noch ein bisschen einkaufen für morgen. Da wollen wir nämlich grillen und so einen entspannten Abend machen. Und jetzt werden wir noch auf jeden Fall ein bisschen auf unserer Terrasse den Abend genießen. Wir haben einen sehr schönen Sonnenuntergang wieder, wie man hier sieht. Wir sehen uns dann am nächsten Tag und tschüss. Wenn es lang wird, ja, dass wir hier einen richtig schönen Sonnenuntergang heute mal erleben werden. Darauf auf jeden Fall. Prost. Hallo, oder? Was machen wir eigentlich, Simon? Ich weiß es nicht. Taking me down and out.
on like you was easy, easy, so easy. So, wir sind jetzt endlich auf dem Richtberg angekommen. Es war eine echt harte Tour, obwohl der überhaupt nicht hoch ist, aber der Waldweg war sehr matschig und es war ein bisschen anstrengend. Im Hintergrund könnt ihr die schöne Aussicht sehen, die wir von hier oben haben. Wir haben hier auch eine kleine Kapelle. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch weitergehen. Es geht jetzt wieder ein bisschen bergab und laufen dann wahrscheinlich so eine große Runde rum. Genießen noch das schöne Wetter. Ich würde sagen, wir machen uns weiter auf den Weg. That's the old me. Your love was smoke and mirrors. Your love was just a game. Zurück wieder in unserer schönen Wohnung von unserer kleinen Tour. Wir haben wieder eine richtig schöne Abendsonne. Aber wir haben auch was richtig Geiles entdeckt. Und zwar, was, wenn ihr hier zum Beispiel unterwegs in den Bergen seid, eine ganz nützliche App fürs Handy. Ist jetzt hier keine Werbung oder sowas, aber wir müssen uns euch das einfach zeigen, das ist ultra cool. Jo, wir haben gerade hinten gesehen, dass dort so eine Bergspitze rauskommt in die Richtung. Da gibt es hier so eine schöne App, Peakfinder nennt sich die App. Und ich zoome hier ran und bin in der Richtung. Und dann wird hier angezeigt, um welchen Berg es sich handelt. Mit allen Beschreibungen, also Höhenmeter und wie die einzelnen Spitzen heißen. Also besser kann es ja eigentlich nicht laufen, oder? Also wenn man mal so in den Bergen ist und mal wissen will, wo man sich befindet oder welche Berge sich um einen befinden, top App. This could be breaking me down. It's just that I know better now. This could be breaking me down. Guten Morgen und willkommen hier am letzten Tag sozusagen. Nochmal Bombenwetter, wieder Höhepunkt, glaube ich. Also es ist extrem warm und ich hoffe, wir haben heute wieder eine schöne freie Fahrt. Wie auf der Hintour, da waren ja eigentlich nur die Baustellen das Problem. Wir sind jetzt noch am Einpacken. Bereiten alles vor, um 10 ist dann theoretisch Abfahrt, falls wir es schaffen sollten. Und dann geht es wieder Richtung Berlin, lassen diese schöne Umgebung hier natürlich zurück. Aber wer überlegt, hier in solche Umgebung zu ziehen, denke ich, ist da auch gut beraten. Man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten und es wird bestimmt auch nicht langweilig. Aber wie gesagt, wir werden es mit einem traurigen Gesicht hier hinterlassen. Aber es war wieder sehr schön, auch wenn es nur für ein paar Tage war. Echt zu empfehlen hier die Gegend. Zeller Moos am Irrsee. Und ich würde sagen, wir machen uns auf die Rücktour. Tschö. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Tell you now, that's the old me.